Es war einmal Rapunzel voll freiheitsberaubt. Und Michael, du bist der Erzähler. Erzähl uns Rapunzel. Sehr gerne. Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Diesen Satz kennt man wahrscheinlich, das Märchen dahinter eher weniger. Rapunzel ist auch der Name eines Gemüses, soweit ich weiß, die Rapunzel. Ja. Und von dort kommt nämlich auch der Name des Rapunzel. Wir haben wieder so ein bisschen das Thema, wie bei Hänsel und Gretel, wie bei Schneewittchen, irgendwas mit der Mutter stimmt nicht. Und zwar, wie die Mutter am Rapunzel schwanger war, hat sie so Cravings, glaube ich, sagt man, gehabt. Also Schwangerschafts-Cravings. Allerdings nicht eine Burgerkette, sondern sie hat in der Nachbarin im Garten, das war eine Zauberin, hat sie die Rapunzeln gesehen und die waren so wunderschön und sie hat zu ihrem Mann gesagt, ich glaube, die beste Formulierung ist, ich muss diese Rapunzeln haben, sonst werde ich sterben. Oder wie es wahrscheinlich abgelaufen ist, wenn du weißt, was gut für dich ist, Freundchen, dann holst du mir das jetzt. Weil sonst ist jetzt Feiern doch. Der Mann hat sie doch, okay, ist in den Garten hinübergestiegen und hat dort gerade ein bisschen Rapunzel gepflückt und dann ist die böse Zauberin gekommen und hat gesagt, was machst du da? Und er hat gesagt, Rapunzeln, weil Frau schwanger und so weiter. Und die hat gesagt, okay, passt, kein Problem. Also wenn die das wirklich so dringend braucht, diese Cravings, kein Thema. Der Preis hat sich gerade erhöht für die Rapunzeln, wie wenn du das am Markt gekauft hättest bei mir. Eicher Erstgeborene, also die dann kommt. Das Kind ist geboren worden, die Mutter hat ihren Rapunzelsalat gehabt, mehrmals, und hat sich dann gedacht, naja, kein Problem, gib mir das Kind ab. Und hat es eben zu dieser Zauberin gegeben. Die Zauberin hat dann immerhin gewartet, bis das Rapunzel 12 Jahre alt war und hat es dann in einen Turm gesperrt, wo es keine Tür gibt, sondern nur ein kleines Fenster. Und die einzige Möglichkeit, wie diese Zauberin das Rapunzel hat besuchen können, war, indem sie ihm gesagt hat, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, das in der Zwischenzeit lange gewachsen war und hat sich dort dann quasi hinaufgehandelt. Entschuldigung, dass ich da jetzt mein Haar in den Ring werfe. Mit 12-Jährigen macht man das offenbar so in diesem Shared Universe Märchenwald, ja. In dem viele Dinge passieren. Nur jemanden in einen Turm sperren, wenn man jetzt wieder mal ins österreichische Märchendickicht der Paragraphenwälder gehen, das geht nicht. Unjuristisch ausgedrückt, ja. Das ist nicht in Ordnung. Also nicht in Ordnung. Juristisch ausgedrückt, ja. Das ist ganz klassisch eine Freiheitsberaubung. Ah ja, deswegen auch voll freiheitsberaubt. Genau, und zwar Paragraph 99 Strafgesetzbuch sogar in der schwereren Form des Absatz 2. Also das ist Absatz 1 ist der normale Delikt und das schwere Delikt ist in Absatz 2. Wenn nämlich die Freiheitsberaubung über einen Monat dauert. Achso, man dachte, je nachdem, wie hoch man wenn einsperrt. Hat man überlegt, wie hoch der Turm ist, hat man aber dann... Nicht so relevant, okay. Dann auch los. Ja, die Zeit. Wir wissen aus dem Märchen, dass das Rapunzel dort einige Jahre eingesperrt war, bis dann das nächste passiert ist, bis nämlich ein Märchenprinz rein zufällig des Weges geritten kam. Ob das der ist, der zuerst beim Schneewittchen, beim Glassack vorbeigeritten ist und gesagt hat, nicht schlecht, wissen wir natürlich nicht. Nicht schlecht, geht's blonder. Auf jeden Fall hat sich der gedacht, hat er dann die Zauberin beobachtet, wie der da quasi mit dem Haarlift, ja. Also mit den Extensions gewissermaßen, anders kann man es nicht sagen, hinaufgezogen wird. Und hat sich da gedacht, das probiere ich auch, hat seine Stimme verstellt. Also offenbar klingen Märchenprinzen sehr ähnlich wie Hexen. Wie die Mutter Gotl. Wie die Mutter Gotl, so heißt diese Hexe nämlich. Und ist dann hinaufgekommen und das Rapunzel hat noch nie einen Mann gesehen gehabt, hat sich überdacht, der schaut ganz gut aus eigentlich, also für jemanden, dessen der nicht die Mutter Gotl ist. Der nicht die Mutter, der irgendeine andere Person ist, ja. Und der Prinz hat sich auch gedacht, nicht schlecht und hat sie dann öfter besucht, könnte man so sagen. Apropos besuchen, ja. Der Prinz ist zufällig vorbeigekommen, ja. Aber das war ja nur zufällig und nicht sein Zuhause, also nicht sein Turm. Nein, deswegen ist die Frage, also die Rapunzel ist dort zwar eingesperrt, ist aber nicht ihr Turm und auch nicht ihr Haus. Nein, und auch nicht ihr Haus Frieden. Tatsächlich sind sich die historischen Quellen sehr einig, dass das Ganze wahrscheinlich der Mutter Gotl gehört. Genau, das ist die Frage nämlich. Und die Mutter Gotl ist ja dann vor allem in Folge nicht sehr beeindruckt oder ist nicht befürwortet, diese Treffen mit dem Prinzen. Ja, ich glaube, das ist bei jedem Elternteil, wenn man das erste Mal einen Freund mit heimbringt, die sind nicht begeistert. Das ist das selbe Problem. Also ja. Ganz typischer.
Aber es ist trotzdem auch rechtlich, nicht nur elterlich. Nicht nur elterlich, sondern es ist wahrscheinlich ein Hausfriedensbruch nach § 109 StGB. Allerdings ist es so, dass sich der Prinz hier mit Gewalt oder durch Drohung Zugang verschaffen müsste in das Haus. Das hat er eigentlich nicht. Was und das Stimme verstellen? Das Stimme verstellen ist eine List, aber keine Drohung und keine Gewalt. Das bedeutet also strafrechtlich wahrscheinlich unproblematisch, zivilrechtlich, dass er da eine Besitzstörungsklage also riskiert sozusagen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, mit einer einstweiligen Verfügung, dass er sich dem Turm nicht mehr auf 100 Meter nähern kann und wenn er das trotzdem tut, dass die Mutter Gotl die Märchenpolizei rufen kann, da natürlich, das auf jeden Fall. Ich meine, was auch ein bisschen spannend ist, was man sich erst beim mehrmals Lesen dieses Textes fragt, ist, Rapunzel war 12, wie sie in den Turm gekommen ist und dann einige Jahre später, das ist ein bisschen eine Bandbreite und der Prinz, wie gesagt, besucht sie öfter, darum wird sie dann auch schwanger mit Zwillingen und die Mutter Gotl sagt dann, also wenn du schwanger bist und wenn du da jemand anderen hast neben mir, dann kannst du gleich das Weite suchen. Sie schickt sie sprichwörtlich in die Wüste, wobei wir nicht genau wissen, wie weit diese Wüste vom Märchenwald entfernt liegt. Und die Mutter Gotl, es ist so wie bei Fortnite. Da ist ja die Insel und da grenzt auch jedes unterschiedliche Terrain direkt an das andere. Da ist Schnee, dann ist Ritterburg auf der neuen Insel. Das macht zutiefst Sinn. Also wahrscheinlich ist der Märchenwald ähnlich wie Fortnite. Tatsächlich gibt es auch Quellen, die behaupten, dass Fortnite sehr stark an noch Grimms Märchen modelliert wurde. Ja. Muss man dazu Fortnite sagen. Fortnite by Grimm. Genau. Grimm. Nichtsdestotrotz, der Prinz kommt wieder hin und will eben dann das Rapunzel erretten und trifft aber oben, weil die Mutter Gotl hat dem Rapunzel die Haare abgeschnitten und die Mutter Gotl stößt dann vom Turm hinunter und er sticht sich dort an den Dornen, versinkt nicht in irgendeinen Schlaf, wie wenn man sich an einen Spindel sticht, sondern es sticht ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aus und er erblindet. Das bedeutet, die Mutter Gotl, die böse Hexe sozusagen, verursacht bei ihm eine Körperverletzung. Wir haben das schon gehört beim Hänsel mit Hänsel und Gretel. Und es ist hier wirklich eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen, weil eine Möglichkeit der Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen ist, wenn ich das Sehvermögen verliere. Ah, ist das auch ausjudiziert? Oder ist das steht im Gesetz sogar. Im Gesetz sogar, okay. Paragraph 85 Absatz 1 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches steht das genauso. Nicht. Steht das Sehvermögen eigentlich. Das Sehvermögen. Wow. Und das hat er in dem Fall, weil er am Augäpfel punktiert wurde, sagen wir es so. Ja. Er irrt dann durch den Märchenwald, dann in der nächsten Spawn wahrscheinlich die nächste Area, also die Wüste, und dort findet er dann das Rapunzel, die dort mit ihren beiden Zwillingen, die offensichtlich von ihm sind, darbt. Und das Rapunzel freut sie recht, dass sie siegt, er sie ja nicht. Und sie vergießt dann Tränen und diese Tränen benetzen seine Augen und dadurch heilen seine Augen. Findet die Mutter Gotl nur mit Glück gehabt, weil das wird damit schon, also nicht ganz so schlimm, wenn die Heilung wieder abgeschlossen ist. Nur, und er siegt das erste Mal die zwei Alimenteberechtigten. Wow. Ja? Viel Tränen. Sehr. Wenn am Körper verletze, jetzt sagen wir mal nicht so schlimm wie Augen ausstechen, sondern halt irgendwie, eine Ohrfeige ist ja auch schon Körperverletzung in einem gewissen Grad. Tatsächlich kann eine Ohrfeige, wenn sie bloß mit der flachen Hand ist, nur eine Beleidigung sein. Aber auch nur, wenn mehrere Menschen das gesehen haben. Oder nicht? Das stimmt, ja. Und es ist ein privater Anklagedelikt. Genau, das muss ich selbst zur Anklage bringen. Macht nicht der Staatsanwalt. Wenn das Ohr gerötet ist, wenn es irgendwelche Läsionen gibt, dann wäre es eine Körperverletzung. Wenn ich den Menschen dann aktiv heile, bleibt es trotzdem strafbar. Ja. Aha. Aber es könnte eine Wiedergutmachung darin sein. Und das ist dann? Und eine Schadensminderung. Und das wirkt sich auf jeden Fall strafmildernd aus. Ah, Strafmilderung dann, okay. Ja. Und wenn ich jemandem die Haare schneide, ist das auch eine Körperverletzung? Das ist tatsächlich nicht ganz so klar, was ich weiß. Es ist keine Körperverletzung, es kann theoretisch Beleidigung sein. Es könnte aber unter Umständen, gibt es ja auch die Misshandlung so ein bisschen am Körper. Da könnte es reinfallen und auf jeden Fall in die Richtung, dass man sagt, schadenersatzrechtlich. Bürgerlich-rechtlich. Jetzt war dieser Turm wahrscheinlich nicht nur 3 Meter hoch und dann muss man schon eine Zeit lang die Haare wachsen lassen. Ja. Puh, also Rapunzel ist wirklich ein intensives rechtlicher Cluster, Clusterproblem. Ja, genau.
Möchtest du noch was sagen zu Rapunzel oder zu den Problemen? Außer, dass, wenn sie nicht gestorben sind, sie wahrscheinlich noch heute leben. Sich die Haare wachsen lassen. Das auch. Vielen Dank. Regeln. Es erben sich Gesetz und Recht wie eine ewige Krankheit fort. Und trotzdem wird mir noch viel mehr schlecht, wäre diese Welt ein regelloser Ort.